Schönen guten, mein Lieben, da sind wir wieder mit einer Runde. Long Dark, Wintermute. Und wir haben es ziemlich nachts, ziemlich dunkel alles hier draußen und habe ich das nicht gegessen? Hä? Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte, also ich weiß nicht, ne? Das kommt mir aber ganz spanisch vor. Kennst du Spanisch? Hat er da irgendwas nicht gespeichert? Habe ich jetzt das Ding, muss ich das Ding jetzt nochmal holen oder was? Ich habe irgendwie, Moment. Jetzt habe ich Angst gekriegt. Ne. Heute ist dran. Dieses Gerät, was sich vermutlich hier aufhält. Oder hier. Oder da. Oder dies, oder das, oder jenes. Ne, ich weiß es nicht. Sondern wollen wir mal gucken, was wir da haben. Wir haben noch einen Knöchel vom Sturz. Habe ich doch 4 von 4. Hä? Was ist denn das jetzt? Was sind denn das? Ja, aber egal, wir wollen ja eh, wir wollen pennen. Und zwar, ich würde mal sagen, so 8, 12, 9. 8, 9. Was meinst du? Meinst du 8 oder 9? Wir probieren es mal mit 8. Wir schlafen jetzt schön, alles schön voll, ist das nicht herrlich? Oh. Oh. Verstauter Knöchel ist geheilt, das wurde auch Zeit. Irgendwas ist hier abgebackt, kann das sein? Es ist noch dünkel im Gebälk. Was haben wir denn? Och, das ist noch verdümmt dünkel. Wir werden noch ein bisschen heier machen müssen. Nein, 2 Stunden mindestens. 2 Stunden. So, was haben wir nu? Haben wir nu was? Wo sind wir eigentlich? Ach, wir sind im Linkslager, ne? I think. I think so. Das ist okay, oder? Das ist so in Ordnung. Da können wir richtig Gas geben. Das ist, der macht was nochmal? I could use a drip. Gibt er den Wärmebonus nur, wenn er warm ist? Oder gibt er den... Ja, ne, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ja. Aber es ist windig, ne? Ah, es ist mir noch zu früh gekommen. Wir schlafen noch lieber eine Stunde, weil... Regen kalt und... Ah, alles Arsch, ne? Kennst du kalt? Ich habe mich übrigens wieder ein bisschen rausgezoomt. Ich weiß nicht, warum ich so reingezoomt war. Ich habe mir gar nicht mehr ins Bild gepasst so richtig. Weil ich so ein breites Kreuz habe, ne? Naja. Es kommt nur auf die Zoom-Stufe an, ne? Lasst euch nicht beirren. Moin, ja super, ey. Das ist ja wieder geiles Wetter hier. Da können wir ja richtig, da können wir ja richtig Gas geben hier. Das ist ja 29 Miese gerade. Das fängt ja schon wieder so richtig gut an, ne? Ich werde bekloppt, oder? Ja, ich schlaf halt. Er wird nicht weniger, ne? Ach. So gar nicht, ne? Es ist immer noch sehr windig da draußen. Aber ich hab's wieder vergessen. So, warte. So. Ungefähr so. So, warte mal. Wir wollen jetzt, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt nämlich. Wir tun's. Zit. Oder? Oder gehen wir zit? Was meinst du? Das ist sicherer. Also wir sind die ganze Zeit hier rumgelatscht und haben eigentlich, ist nichts passiert. Also eigentlich können wir hier ruhig hier lang gehen. Finde ich mal. Minus 24, ey. Leck doch die Kuh am Arsch. Was ist denn das für ein Rotz hier jetzt wieder? Ist das normal? Ist das wieder gescriptet? Kann ja nicht eigentlich, weil, ne? Es wäre dann gescriptet so, dass man nach diesem spektakulären Fund... spektakulären Fund, dass es dann kälter wird, ne? Aber das ist ja Quark. So, jetzt ist der Wind weg, wenn ich das richtig höre. Bin mir gar nicht sicher, ob man das immer so im Video hört, 14 Grad, ich mach mich weg jetzt hier, ich mach mich los, ich geh ab, wie die wilde Wutz, und geh da oben lang, an unserer Lieblingsstelle vorbei. Boah, ey, ja, ich habe echt das Kotzen gekriegt, weißt du, das wird noch schlimmer, oder? Wird das noch schlimmer? Gibt es noch eine schlimmere Ecke? Es ruckelt. Why? Nunu? Why, Nunu? Schnuppdiudel auf die Nunu. So. Irgendwo mussten noch hier wieder ein paar Wölfe rumliegen und alles, ne, so eine Kacke, ey. Warte mal, vielleicht hätte ich besser...
Noch ein bisschen Fleisch abgeholt? Was meinst du? Sag mal ehrlich. Ehrlich. Ja, komm. Ah. Obwohl hungertechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus und so, ne? Ich weiß nicht. Ja, komm, wir holen ein bisschen Fleisch und dann machen wir weiter. Wir holen uns mal ein bisschen was zu futtern. Damit wir auch nicht Hunger leiden. Ich meine, Hunger leiden werden wir wahrscheinlich nicht, aber damit wir die guten Sachen jetzt, also die vermeintlich guten Sachen erstmal nicht essen müssen. Sozusagen, dass wir jetzt einfach mal den das Fleisch loswerden. Hallo! Ich freue mich sehr. Ding dong. Wir gehen natürlich hinten rum. Ich will ihm nicht. Arm. Oh, ja, sicher, ist klar. Da kommt noch so ein Vogelmaker. Weißt du, ich krieg die Krise. Ach, lieber Gott im Himmel, weißt du, was drauf geschissen? Ich gehe jetzt da oben lang. Ich hab keinen Bock auf Hilfe. Echt nicht. Ah, wieder Zeit verschwendet hier. Zeit verschenkt. Ach, diese alten Dreckstöhlen, ne? Ja, ja. Komme ich hier überhaupt hoch? Ja, sieht so aus, oder? Könnte sein, ne? Es ist einfach schön. Komme ich da überhaupt hoch? Sieht nicht so aus, oder? Ich kriege gleich die Krise hier. Oder sieht es doch so aus? Wie sieht's aus? Was meinst du? Komme ich da hoch? Das sieht eigentlich sieht's ja, wenn ich jetzt so hier, dann könnte ich ja, ne? Aber irgendwie fürchte ich, dass es am Ende nicht klappt. Dieses Spiel, ne? Es klappt. Alles gut. Alles gut. Onkel Guat. So, da unten sind meine Dinger und dann hier sind die Wendler. Und wenn wir hier jetzt wieder in dem Scheiß rumrennen, dann heißt es bestimmt gleich wieder Knack. Ich meine, ist ja schon realistisch, ne? Man kann sich ja, wenn die ganze Zeit da so einen schrägen Scheiß hier rumrennt, da kannst du dir schon mal einen Knöchel verstauchen. Oder ähnliches. Vielleicht kommt es noch zum Penisbruch, man weiß es nicht. Es kann alles passieren, auf so einer Schräge. Na, es kann alles passieren, ne? So eine Schräge ist echt heimtückisch. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ey, warte mal. Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Bin ich schon wieder falsch unterwegs? Was liegt denn da? Ey, was ist denn das? Was ist denn das? Ey, was ist denn? Ja, komisch aus, oder? Außerdem bin ich hier schon wieder kacke. Alter! Habe ich mich schon wieder verlaufen? Was ist denn das da? Da ist ein Dings! Oh, cool! Wie schön! Wir haben was gefunden! Was noch niemand von euch entdeckt hat. Guck mal hier, du! Ja, super! Benötige Code. Ich benötige auch einen Code. Das muss ich nur mal eben rausfinden, wo ich bin, damit ich den auch mal irgendwann vielleicht wiederfinde. Aber das ist auch eingezeichnet, oder ne? Ne, ist er nicht, ne? Ist er bestimmt, ne? Ist er bestimmt, ne? Alter, wat?
Wieso ist der nicht eingemalt? Wo bin ich denn? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin. Wo bin ich denn? Wir kommen wieder nirgendwo an heute. Ich sehe das schon. Ich hasse es, ne? Ich hasse es. Also da ist hier Dings. Dann können wir hier gleich mal eben bremsen. Das ist also ganz eine andere Richtung. Ich blick. Ich habe doch gerade diesen komischen Eisenbonbon gesehen da hinten. Mal auf Schiene drauf. Ja, und hier geht's ja zum Dings, ne? Dann ist das hier hinten links und dann geradeaus rechts. Da geht's zum Damm. Wenn es da zum Damm geht, dann ist das da, ne? Jetzt sag mal, wie bin ich denn da schon wieder hingekommen? Ich bin doch hier, ich wollte doch hier. Ich dachte, ich wäre hier und bin dann so zurückgelaufen, ne? Wieso bin ich denn auf einmal da? Ich verstehe es nicht. Was habe ich denn da wieder gebaut? Siehst du, das sind so Sachen, das kapiere ich einfach nicht. Ne? Dann kriege ich einfach die Krise. Da gehst du zwei Schritte in eine andere Richtung und schon hast du dich sowas vom Verlauf. Also ich jetzt, ne? Ich weiß, ihr seid alles Profis da draußen. Ihr seid unfehlbar und so, ne? Ne, ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht... Aber doch. Aber nicht da, wo ich dachte. Nicht da, wo ich dachte. Ich bin hier. Aber irgendwie auch nicht, weil entgleister Zug ist da. Also bin ich hier irgendwie rausgekommen. Hä? Siehst du, das meine ich, ne? Da komme ich nicht klar. Ne, das ist jetzt da, wo ich hingucke. Brauche ich da was knurren? Das ist nicht der Gleis. Ist das der Gleisterzug oder ist das die Verladestelle? Die Verladestelle ist da, oder nicht? Oder ist das der Gleisterzug? Ich komme da irgendwo mitten raus. Irgendwo da muss man dann zurück. Ich habe, ne? Das ist für mich sehr schwierig. Ja. Ist es in der Tat. So, warte mal, 12 Minuten. Wir werden jetzt das Fleisch holen und dann los. Ne? Also ich mach das jetzt. Wir machen das. Also ich habe jetzt keinen Bock hier nochmal rumzupimmeln. Aber ich will schon ein bisschen was zu futtern mithaben. So, weißt du, so was anderes außer hier das geile Zeug. Habe ich das Rehhaut? Das Rehhaut habe ich auch, glaube ich, mit, ne? Die will er doch, ne? Will er die? Ja, ich glaube schon, er will die. How many roads? Guck mal, wir können auch noch was essen und dann alles gut. Ich glaube, die Idee war nicht schlecht. Wer ist Hank eigentlich? Wo kriege ich Hank her? Was von Hank? Kommt da noch was? Das Wetter ist gut. Da hat einer das Fenster kaputt gemacht. Diese Vandalen. Das mit den Vandalen hatten wir auch schon mal irgendwie, ne? Kommt mir leider so bekannt vor. So, meine lieben Freunde. Das war das Gute und das war das nicht so ganz Gute, ne? Wir nehmen mal die drei Stückchen hier mit. Starting to weigh me down. Du bist jetzt ruhig, sonst, weißt du. Drei Sachen können wir auch essen. Oder zumindest mal eins. Oh, wir haben keinen Water. Wir haben keinen Water. Da müssen wir unbedingt einen Water machen. Das geht ja gar nicht. Oh, Kacke-Arsch. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Noch können wir laufen. So. Jetzt können wir nicht mehr laufen. Sollen wir nicht laufen? Oder sollen wir. Ich habe hier noch rohes Fleisch. Not gonna be able to carry this load for much longer. Doch, halt doch mal den Bubble, ey. So, hier, mach das Feuer an. Ja, Freunde, es sieht so aus, als würden wir... Ich trau mich gar nicht, es zu sagen. Diese Runde. Doch wieder nur rumpimmeln, ne?
Aber es gehört dazu. Man muss Entscheidungen treffen. Ja. Wenn ich Hunger habe, dann habe ich Hunger. Und Durst vor allem. Durst. Wenn ich schon Durst habe, dann muss ich auch was trinken. Dann nützt der beste Durst nichts, wenn du nichts zu trinken hast. Ne? Das geht ja gar nicht. Das waren die sauren Stücke, ey. Wir haben Stücke. Jawoll! Ah, Stöcke ist eigentlich immer das, was wir immer haben, ne? Alles klar. Feels like a lot of gear. Ja, alles klar. Alles klar. Mach langsam. Und dann klappt's trotzdem nicht, wisst ihr? Das Spiel liebt mich nicht. Oh, das Spiel liebt mich überhaupt nicht. Ah, oh, das Schwede von wegen, das Spiel liebt mich. Ich weiß nicht, ich krieg die Krise hier mit dem Scheißspiel, ey. Nein, das ist kein Scheißspiel, das ist ein super geiles Spiel. Das macht richtig Spaß. Es macht Fun und Freude. Als wäre es ein dasselbe. Rein damit. Eigentlich wollte ich nur Wasser machen, aber macht ja nichts. So, hier durchgezogen. Die Linie. Lulululululu. Ja, wir ziehen das jetzt durch, was soll das? 16 Minuten, vielleicht schaffen wir das auch noch. Vielleicht schaffen wir noch einen Weg dahin. Aber da haben wir nichts zum Pennen, ne? Da können wir höchstens einmal raus und einmal reingehen, dann Pause machen. Also auf die andere Map und wieder zurück oder so. Ne? Irgendwie so ein paar Speichern. Speichern! Ich hoffe, ich denke, ich hätte Ted. Ich weiß nicht, ich werde diese Entscheidung nicht treffen. Ich werde diese Entscheidung jetzt noch nicht treffen. Ich werde erst warten, wie lange wir brauchen und dann werden wir gucken, was passiert. Oder wir bleiben hier und gehen dann. Weil von hier aus können wir wirklich dann los, oder? Endlich. Und wir haben ja immerhin noch so ein, wie heißt es, Grave? Bunker gefunden, ne? Der Bunker. Hoffentlich ist es nicht Adolf sein, an der U. Warte mal. Ich mache 5 Liter, weißt du Bescheid? Wir haben 2 Minuten Zeit. Reicht das 2 Stunden für 5 Liter? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Komm, wir machen mal hier nochmal vorsichtshalber so ein paar halbe Stunden dabei. Sowas. 3 Stunden reichen noch, aber bestimmt. Komm. Schnupp, dupp, dupp, da. Was? Du kleine Dreckige, du. Ich werde mal geklopft. Kann nicht dein Ernst sein, bitte. Wie schnell geht das weg? Ich mach das kurz, weil ich doch mal eben wenigstens einen Liter kochen will, ne? Schmelzen? Hat das nicht geklappt? Du kleine Dreckige, du verdummte, du. Oh, was? Hä? Ich bin bescheuert, ich habe noch einen Liter gewaschen. Ne? Was ich meine? Geschmolzen. Ich habe noch einen ganzen Liter weggeschmolzen. Ich habe mir 6 Liter dabei. Nee, das geht so nicht, mein Freund. Das mein lieber Kokolonski hier. Das, also, nee. Wir bräuchten mal eben hier. Scheiße, ey. Ich habe. Guck mal, jetzt habe ich ja. Naja, was soll's. Wir legen ab. 5 Liter. Alles ablegen. Wie wär's damit, mein Lieber? Mein Lieber, können wir hier mal was ablegen? So. Guck mal, jetzt regnet's auch. Und das ist alles scheiße. Jetzt reg ich hier das gute Reh hin. Das gute Reh lege ich jetzt hier hin. Dann sind wir bei 36 Kilos. Brauch Wasser. Komm, wir sprechen in ganzen Sätzen, ja, sonst kriege ich gleich die Krise hier. Mit dem Bescheid weiß, Kollege. Das ist so einer bin ich schon eine Stunde und ich schlafe. Gerade ich, ne? Der es liebt in kurzen, knappen. Halben bis dreiviertel Sätzen zu sprechen. Auch wenn ich das gar nicht so wirklich absichtlich mache. Manchmal. Was machen wir? Ziehen wir doch einen durch oder leben wir mal einen? Meinst du? Oh, ich kann rein. Wie spät haben wir denn? 6 Grad. Mama, es ist wieder eng hier. Er wird schon so müde und ist schon so knappig. Ne, weißt du was? Wir bleiben hier. Und es wird auch schon Nacht. Wir bringen die Nacht hier rum. Sollen wir die jetzt rumbringen?
Ach, weißt du was? Ich glaube, das können wir machen. Jetzt habe ich wieder alles abgelegt und bin reingegangen. Ne? Werde ich noch alles trinken und essen sollen und dann reingehen. Ja, ich bin echt erhellt. Ich weiß. Und ich ziehe das neben das Bärenfleisch, weil... Das Bärenfleisch, ne? So. Und dann werden wir die Nacht hier verbringen und morgen früh. Also früh wie möglich. Oh, ich habe hier noch mehr Fleisch. Ich hatte mich vertan. Etwas. Also morgen früh mache ich uns Waffeln. Ich habe das Ding ja schon wieder mit, oder? Nee, habe ich nicht. Das habe ich nur nicht ganz gegessen. Da kannst du zweimal, konnte ich zweimal von essen. So, jetzt habe ich es aber begriffen, glaube ich. So, und dann machen wir hier so ein Lagerfeuer, genau. Und ein Sack voll Schlaf wäre auch nicht schlecht. Also wir müssen jetzt schon 12 Stunden schlafen, damit das ungefähr so aussieht gleich, ne? Wemsen. So, mach schön heier. Willi. Willi. Der Willi hat einen großen Wagen. So, da geht's weiter. Und dann trinken wir noch einen Schluck und dann gucken wir nochmal nach und dann schlafen wir noch eine Stunde. Wir ziehen das jetzt eben durch, damit wir wirklich nächst, also morgen wirklich geht's los, ich verspreche es euch. Ja, also dann kommt auch nichts mehr dazwischen. Ziehe ich meinen Weg durch, wa? Oder ich mache noch was zu trinken vorher. Aber ich habe Tabletten, glaube ich, irgendwo rumfliegen. Die können wir mal benutzen. Habe ich die vielleicht sogar hier liegen? Warte mal, können wir gleich mal reinschauen. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Habe ich hier so, wie heißt, wie nennt man das? Wo drunter? You know? Wo drunter kann man das finden? Unter Crafting und so? Ne, hier ist es nicht. Schade, hier habe ich keine. Scheinbar. Aber irgendwo anders. Anders. Ich gehe mal kurz raus. Oh, ich habe meinen Schlafsack. Lass ich liegen. Brauche ich nicht. Den werde ich nicht benötigen hier und da. Machen wir jetzt noch was zu trinken. Ja, ich habe nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts zu trinken. Ne? Ich meine, wir müssen haben was zu trinken, sonst geht das gar nicht. Ich mach mal schnell. Wir machen noch schnell ein Feuer. Komm, das ist so viel Zeit muss sein. Das ist also, ich will wirklich morgen einfach nur los. Come on. Wir wollen morgen echt einfach nur los und dieses verschissene Ohr abgeben, das ich mir um den Hals gehängt hatte. Das stinkt doch, ne? Warum macht man sowas? Holz brauchen wir nicht. Ich mach mal 2 Stunden für 2,9 Minuten. So, guck mal hier mein kleines süßes Wasserchen. Sowas vielleicht und dann sowas und dann nicht schmelzen jetzt bitte, weil das hatten wir schon gemacht. Kochen. 2,5 Stunden reichen, oder? Boah, da können wir noch ein ganzes Reh von kochen. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir Wasser ohne Ende. Ich lasse sogar ein Stück Wasser hier. Und zwar so 2,5 mindestens. Oh, 3 Liter lasse ich hier. 3 Liter lasse ich hier. Ich öffne das Inventar. Ich werde nochmal hier einen Schluck nehmen. Aus dem guten Bären rausbeißen. Ich werde nochmal 2 Liter was trinken, dann sind wir auch nicht mehr ganz so schwer. Und dann brauche ich auch nicht hier 3 Meter mitnehmen. Ablegen. 1 Meter reicht mir. 1 Meter Fleisch. So. Ich denke, wir sind gut gerüstet und gewappnet und jetzt gehen wir hier rein und dann machen wir eine Speicherung und dann ziehen wir uns durch und dann nehmen wir morgen alles klar. Und den Lackschlaf nehmen, den lassen wir auch liegen. Schlaf? Nein, wie komme ich auf Lack? Ich weiß nicht. Morgen, Freunde, wird es was geben.
Morgen, Kinder. Weißt du ja, ne? Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.